Moin ihr Lieben, willkommen zum Mittwoch-Spezial. Heute heißt das Mittwoch-Spezial Shake It. Es gibt drei verschiedene Pakete. Ich glaube einmal Rechteck, einmal sowas wie ein Luftballon, also so kreismäßig. Ich habe mich für die Wolken entschieden. Ein Shake It Mittwoch-Spezialpaket besteht also aus Shaker-Blistern. Bei mir ist das jetzt schon aufgehoben, bei euch kommt das natürlich wunderschön ordentlich verpackt noch an. Das heißt hier, das sind so eine Plastikdinger, die so eine Erhöhung haben, ein Blister eben, damit da drinnen Schüttelelemente eingefüllt werden können. Das heißt, in einem Paket sind auch nochmal so ein Sequin-Mix mit dabei. Bei den Wolken ist das jetzt Croc. Also wenn man genau hinguckt, sind da süße kleine Froschköpfe, dann so schwarze Punkte mit Äugleins. Kann ja mal bisschen was auf die Hand schütteln. Also hier sind die Frösche. Dann ist hier so jemand, der irgendwie einen anglotzt, wer auch immer er sein will. Dann sind da so kleine Streusel und eben auch Pailletten in Grün und Weiß. Und hier so ein bisschen blau irisierend. Ja, das ist der Shaker-Mix, der dabei ist. Und passend zu den Blistern kommen auch noch Stanzen mit. Also so ein kleines Paket, bestehend aus zwei Rahmenstanzen. Einmal genauso groß wie der Blister. Also das ist dann quasi die äußere Umrandung. Ich glaube, viele von euch haben bestimmt schon Shaker-Karten gemacht. Und der kleine hier, der ist dafür da, dass dann dieses erhabene Teil später durch die Verpackung durchpasst. Wenn ich nämlich, oder wenn ich eine Karte mache und hier die Karte, das Loch in die Karte mit der Außenrandstanze stanzen würde, dann fällt ja der gesamte Blister durch. Das heißt, immer bitte den kleinen nehmen, die kleine Stanze nehmen, damit dann der Rand hinter, also quasi auf der Rückseite noch festgeklebt werden kann und nur dieses, was so ein bisschen nach vorne gewölbt ist, dann durch die Karte vorne durchguckt. Ich habe aber gar nicht vorne Karten zu machen, sondern möchte eher sowas wie eine kleine Verpackung, Geschenkbox bauen, hatte ich mir so in den Kopf gesetzt. Und dann werden da kleine Wolken unten angehangen. Das heißt, hier habe ich schon mal einen fertig gemacht. Das ist jetzt so ein Schüttelelement. Ich meine, das kann man auch so machen. Ist vielleicht sogar noch einfacher, als wenn man jetzt in der Karte irgendwelche Löcher stanzen muss. Jetzt könnte man nämlich dieses ganze Element einfach auf die Karte kleben und fertig ist der Lack. Bestimmt auch ganz hübsch. Jetzt, wo ich das so sehe, na mal gucken. Vielleicht mache ich ja noch eine passende Karte dazu. Ich habe ja hier 10 Blister drin. Und ich würde die gerne auch alle verbauen. Dann sind die nämlich weg hier. Dann habe ich das aufgebraucht. Das mag ich sehr gerne, Dinge aufzubrauchen. Dass die hier nicht einfach so ungenutzt rumliegen, das ist immer so schade. Wie das funktioniert, kann ich euch jetzt mal fix zeigen. Also zum einen habe ich jetzt mit der größeren Stanze, der Outline-Stanze, einfach nur eine Wolke ausgestanzt. Dann brauchen wir nochmal einen Rahmen. Das heißt, ich habe die Outline-Stanze so aufgesetzt und, nein, wo verschiebt sich das hier alles wieder? Und dann die kleinere Stanze hier einfach versucht, mit Augenmaß schön in einem gleichmäßigen Abstand zu der größeren Stanze einfach mit reinzulegen, durchzukurbeln. Dann kommt das dabei raus. So sieht das dann aus. Das Innenteil lege ich erstmal beiseite. Könnte ich bestimmt nachher zu Dekozwecken noch gebrauchen. Aber für so eine Wolke hier oben benötige ich jetzt quasi das Hinterteil, den Rahmen und den Blister. Als erstes befülle ich mir mal den Blister. Nicht zu viel da reinmachen tatsächlich. Man kann die auch überfüllen und dann schäkert das gar nicht mehr so schön. Außerdem will ich ja noch 10 Stück füllen. Das muss ja noch eine Weile reichen da oben. So, komm her. Dann nehme ich mir einfach Kleber. Ich habe hier ganz normalen Bastelkleber und das funktioniert sehr gut.
Das Papier bleibt da trotzdem an dem Plastik gut dran kleben. Dann ist es wichtig, dass die Klebelinie durchgehend ist, keine Lücken entstehen, weil sonst nachher die Shaker-Elemente rausfallen. Durch die Lücken durchkrabbeln, das wäre ja schade, wenn die Wolken irgendwann leer sind. So, schön überall, wie gesagt, verteilen. Dann gucken, dass die Wolke passgenau hier drauf kommt. Erst einmal so andrücken leicht. Ich habe ja Flüssigkleber, das heißt, wenn ich ihn umdrehe, kann ich es leicht noch ein bisschen schieben, damit sie überall gut verteilt ist. Jetzt nehme ich mir nochmal so was zum Andrücken, so dass ich überall wirklich den Kleber hier drunter breitmatsche und damit eben diesen Blister schön von hinten abschließe. So. Und dann muss nur noch von vorne dieser Rahmen hier drauf, ebenfalls Kleber drunter. Und fertig ist eine Schüttelwolke. So. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen weiter wursteln und dann sehen wir uns gleich wieder mit dem, was ich da so mir überlegt habe. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Also ich habe vor, eine Box zu bauen in Form einer Wolke, habe mir dafür eine Wolke selber skizziert. Dann habe ich mir schon einmal den Deckel und den Boden ausgeschnippelt, indem ich einfach die Vorlage genommen habe. Der Deckel ist so groß wie die Vorlage. Der Boden, den habe ich genau 2 mm ringsherum kleiner gemacht. Dann habe ich mir Streifen geschnitten, und zwar einmal 4 cm Höhe auf eine ganze A4 Länge. Ich denke, mit 2 Stück weiß ich noch nicht, ob ich ganz hinkomme. Vielleicht brauche ich auch noch einen mehr. Dann habe ich mir bei 1 cm eine Falz gemacht und direkt bis zur Falzlinie im Abstand von 1 cm das Ganze eingeschnitten, so dass ich das jetzt nach innen knicken kann. Und dann ist der Plan, mal gucken, ob ich die Wolke jetzt hier so nachmodelliert bekomme. Wir werden sehen, wie steif das Ganze ist, ob die Wolke mir zu klein geraten ist mit den Rundungen, ob ich da so hinterherkomme mit den Knicken. Wir werden sehen, ob das funktioniert, was ich hier vorhabe.
Das ist jetzt das Endergebnis. Es ist eine Wolkenbox geworden, wie ihr wahrscheinlich schon im Schnelldurchlauf gesehen habt. Aber ganz ehrlich, das sind so Projekte, wo ich denke, hier hätte sich ein Plotter sehr gut gemacht, weil die Boxansicht mit diesen ganzen Rundungen, das ist ja gut. Von Weitem sieht das ganz süß aus, glaube ich, ganz schön. Aber es ist halt nicht so perfekt, wie ich es gerne hätte. Ne? Ich habe da ja einfach diese Schablone mir selber gezeichnet und dann für den Boden das Ganze so um 1 mm kleiner gemacht ringsrum und die Ränder, die ich dann hier so eingeschnippelt habe und dann hier reingeklebt habe, seht ihr hier oben, seht ihr es noch? Das ist schon ein ganz schönes Gewurstel und es wird einfach nicht so perfekt, dass der Deckel hier eben super drauf passt oder beziehungsweise so ganz eng sitzt. Zum Verschenken ist das immer allemal noch gut. Und es ist, glaube ich, auch eine ganz süße Geschichte. Ihr könnt es natürlich hier wieder in der Kamera ganz schlecht sehen. Aber hier aus der Box unten raus fallen jetzt diese Schüttelwolken. Und hier oben drauf sind auch noch ein paar Wolken gelandet. Und das Kleinzeug, was man hier noch so ausstanzen kann, diese Vögelchen und Wolken. Und alles so ein bisschen 3D-mäßig aufgeklebt. Die süßen Viecher aus der, wie heißt die Serie? Ich glaube Luftpiraten. Ich gucke gleich im Shop und dann schreibe ich das mit rein ins Video. Die passten da, glaube ich, ganz gut dazu vom Style. Also so. Ist ganz niedlich, glaube ich, an sich doch geworden. Deswegen, ich werde es auf alle Fälle nicht wegschmeißen. Und ich wollte es euch hier auch zeigen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da eine riesen Anleitung zu machen würde und das empfehlen kann, so wie ich das gebaut habe, weil es ist halt nicht so ideal Standard gut geworden. Ne? Die Karte dazu ist noch aus den restlichen Stanzteilen entstanden. Ich weiß noch nicht, an wen ich sie verschenken möchte, dieses Paket hier, dieses Set. Deshalb ist da noch kein richtiger Gruß drauf gelandet. Aber als Inspiration, glaube ich, reicht das ja auch. Ne? Hier unten dann eben noch so ein Spruch oder hier oben den Spruch quer rüber über die Wolke mit so einem weißen Banner oder einem grauen Banner. Und fertig ist die Karte auch dazu. Jo. Mache ich da jetzt noch einen Banner drauf? Nee, ich glaube nicht. Ich lasse das einfach so, bis ich weiß, an wen es geht. Normalerweise bastle ich ja immer so schon mit Hintergedanken für wen und für welchen Anlass. Aber das hier heute war jetzt einfach mal so aus Spaß und Lust an der Laune. Und deshalb ist das das Ergebnis. Ich hoffe, ich konnte euch trotzdem eine kleine Inspiration zu dem Mittwoch-Spezial Shake It mit den Wolkenblistern liefern. Und wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Bleibt kreativ. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.